time. Continue 15 over. I see 15, 30, 15. Spiel gegen Gustafsson. Gustafsson führt 5:3, he leads by 5-3. Thank you.
FC 040 Lock. Einstein. Das sind 5:4, die liegt bei 5:4. Bitte Ruhe. Null 15:15. Thirty 15.
40, 15. Advantage Novacek. Out. 15 or 15. Love 30.
15, 30, 15, 30. Bitte Ruhe. Danke. Ah!
30, 40, 30. Spiel und dritter Satz, Gustafsson. Game in third to Gustafsson by 7 games to 5. Behalten Sie die Plätze bei, es ist kein Seitenwechsel. Bitte warten Sie noch ein Spiel. Danke. Bitte Ruhe.
time. Bitte Plätze einnehmen, Ruhe bitte. Bitte Ruhe. Beide 15-0. Thank you.
30 Uhr. 30 Uhr. Einstand, Deuce. Vorteil, Advantage, Gustafsson. Time. 30 love. Spiel gegen Gustafsson. Neue Welle, New Balls. Gustafsson ist Level 14-0. Die liegt bei Vorgänge zu lang. Thank you.
015, Block 15. Spiel gegen Gustafsson. Gustafsson hat mit 15 zu 0, liegt bei 5 Pins zu lang. Bitte Plätze annehmen. Second serve. Prices 15, 30, 15.
30 beide, 30 Uhr. First serve. Spielen für den Sack, Gustafsson. 16 Minuten. Gegen Kurs der Gustafsson. Das ist hier nicht verloren. Letzter Satz, Aufschlag, Nowaczek. Spiel gegen Nowaczek. Erstes Spiel, letzter Satz. First game, final set.
time. Bitte die Plätze einnehmen. Bitte Ruhe. Danke. Thank you.
30, 40, 30, 40. Einstand, give. Advantage Gustafsson. Bitte Ruhe. Einstand, geben. Spiel Gail Gustafsson. Novacek führt mit 2 zu 1. Die Linie 2 zu 1. Die Linie 2. Time. Bitte schnell die Plätze einnehmen. Ruhe bitte. Love 30.
40 long 40. Danke. Stand you.
Spiel gegen Novacek. Novacek führt 4:1, gelingt bei 4:1. Bitte schnell in der Zeit nehmen. Bitte ruhen.
Bahn gegen Gustafsson. Vorteil, Advantage, Novacek. Vorteil, Advantage, Gustafsson. Einstand. Use. Danke. Danke schön. Ein Ball wieder legen. Danke.
Janowicz, Nowaczek. Advantage, Novak.
Spiel, Satz und Sieg, Novacek. 6:3, 6:3, 5:7, 0:6, 6:1. Adrian Novacek, 6:3, 6:3, 5:7, 10:6, 6:1. Meine Damen und Herren, die Siegerehrung werden jetzt vornehmen der Präsident des DTB, Dr. Klaus Stauder, Turnierchef Hans Brenner, der Präses der Innenbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, Werner Hackmann, der Generalsekretär des DTB, Günter Sanders, sowie für den Hauptsponsor Mr. Hayashida, Präsident Panasonic Europa, Mr. Yukawa, Präsident Panasonic Deutschland und Christian Sommer, Panasonic Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Tennisfreunde. Nach 14 spannenden Tennistagen hier am Roten Baum und den überraschenden Ergebnissen der letzten Woche hat uns die Sonne natürlich noch einmal versöhnt. Wir haben hier gutes Tennis gesehen und ich darf mich eigentlich nur noch bei Ihnen bedanken für Ihren Besuch. Sie waren, wie wir die Spiele aufgetragen haben, und das soll ich Ihnen mitteilen, ein tolles Publikum. Bleibt mir nur noch, Ihnen zu sagen, dass ich auch mich bedanken muss bei unseren Sponsoren und dass ich mich bedanken muss vor allen Dingen bei meinen Mitarbeitern, die in diesen Tagen für Sie dieses Turnier durchgeführt haben. Wir haben noch mal guten Sport im Finale gesehen und unterlegen ist Magnus Gustafsson. Ich darf ihn zur Ehrung bitten. Applaus
Panasonic German Open, Karel Nováček. Thank you very much to you everybody which support the tennis in Hamburg all this week. Thank you. I would like to thank also all the sponsors and mainly to Panasonic for supporting this tournament. I would like to also thanks to IBM ATP Tour for a great organization. And everybody who was working for us to have a pleasant week in Hamburg, that's mean all the linesmen, all the chair umpires, all the ball boys. And also that the weather was staying nice during the final match. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Tennisfreunde, nach der offiziellen Siegerehrung möchte ich doch noch kurz das Wort ergreifen, denn die diesjährige Veranstaltung ist auch gleichzeitig der Abschied von Heinz Brenner von diesem Turnier, von den Turnieren in Hamburg, in seiner Gesamtleitung für beide Turniere. Und ich möchte ihm an dieser Stelle sehr, sehr herzlich danken. Als Heinz Brenner vor 13 Jahren begann, konnte niemand voraussehen, was aus diesem Turnier, was aus dieser Anlage entstehen würde, ist sicherlich nicht nur das Werk Heinz Brenners, aber ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Und deshalb hat Heinz Brenner sich nicht nur um dieses Turnier und um Tennis in Hamburg, sondern auch um das deutsche Tennis verdient gemacht. Ich darf ihm hier an dieser Stelle sozusagen symbolisch die höchste Auszeichnung des Deutschen Tennisbundes überreichen, die goldene Ehrennadel als äußeres Zeichen unseres Dankes. Dankeschön.